Willkommen in Lisas Küche. Heute zeige ich euch eine Rhabarbertorte. Den Teig habe ich schon vorbereitet. Den rolle ich nun aus auf dem Papier und drücke ihn dann in die eingefettete, bemehlte Form. Jetzt passen wir das einmal da drauf. Ja, also jetzt lege ich das da drauf. Und drücke das da in die Form hinein. Das wird jetzt bei 200 Grad circa 20 Minuten gebacken. Den gewaschenen Rhabarber, den ziehe ich nun ab und schneide ihn dann in 2 bis 3 cm große Stücke und werde ihn dann für 5 Minuten im Wasser blanchieren. Und dann schneide ich so circa 2 cm bis 3 cm große Stücke. Der in Stücke geschnittene Rhabarber kommt jetzt ins kochende Wasser und wird da 5 Minuten blanchiert. Jetzt ist der Rhabarber 5 Minuten im kochenden Wasser gewesen. Jetzt tue ich ihn abseilen, aber sofort mit etwas kaltem Wasser nachspülen, damit er nicht mehr weiter kocht. Und den gut abtropfen lassen hier. Nun bereiten wir die Creme vor. Hier habe ich den Saft einer Orange. Dann habe ich hier etwas Zucker. Wenig Zimt. Und dann kommen noch 3 Eier dazu, 3 Dotter. Dann kommen noch 3 Dotter dazu und das Ganze wird aufgekocht. Jetzt kocht die Eiercreme auf. Und dann rühre ich noch die ausgedrückte Gelatine hinein. Es wird gut verrührt, damit sich die Gelatine auflöst. Und dann stelle ich das ins kalte Wasserbad, damit es dann möglichst schnell abkühlt. Jetzt rühre ich noch den Rahm fest für die Creme, den hebe ich dann nachher unter. Der festgeschlagene Rahm wird jetzt unter diese Eiercreme gehoben
Und dann stelle ich das Ganze noch in den Kühlschrank, damit es wirklich fest wird. Die Creme ist nun im Kühlschrank fest geworden und jetzt streiche ich sie auf dem Tortenboden aus. Das Ganze wird nun mit den Rhabarberstücken belegt. Ich werf da einen Schotten. Nachdem der Rhabarber blanchiert wurde, lasse ich ihn abkühlen und dann belege ich die Eiercreme damit und gieße noch etwas Tortenguss darüber und verziere das Ganze mit Schlagrahm. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und empfehle euch noch meine Birnenquarktorte.